Raumfahrt. Sie ist eine der wundersamsten Errungenschaften der Menschheit. Die Technologie zu entwickeln, mit der man die Schwerkraft überwinden und zu den Sternen reisen kann. Ein Ort, von dem unsere Vorfahren nur träumen konnten. Im Laufe der Geschichte haben die Menschen in den Sternbildern Götter und Helden gefunden. Und wenn wir heute in den Himmel schauen, haben wir das Privileg zu wissen, dass dort oben, neben ihnen, auch Sterbliche aus Fleisch und Blut leben. Das ist demütigend, inspirierend und geradezu fantastisch. Aber natürlich wird es immer Neinsager geben. Menschen, die uns die interstellare Parade vermiesen wollen. Und niemand passt besser in dieses Schema als Menschen, die von einem anomalen Phänomen betroffen sind, das von der Stiftung als SCP-2001 oder auch die Weltraumkuriosität bezeichnet wird. Und bevor du fragst, nein, der verstorbene David Bowie ist kein SCP und war es auch nie. Um diese Anomalie wirklich zu verstehen, müssen wir einen Blick auf drei verschiedene Menschen werfen, die in unterschiedlichem Maße von ihr betroffen sind. Beginnen wir mit deinem Freund Kevin. Auch wenn du keinen Freund hast, der Kevin heißt, hast du bestimmt zumindest einen flüchtigen Bekannten, der so heißt wie er. Kevin ist ein selbstbewusster Mann mit einer Menge schlecht informierter Meinungen, über die er gerne bis zum Wärmetod des Universums streiten würde. Er ist die Art von Mann, die eine Diskussion über deinen Lieblingsfilm in einen dritten Weltkrieg verwandeln kann. Aber bis vor kurzem wusstest du nicht, dass er so starke Ansichten über die Raumfahrt hat. Eines Tages diskutierst du mit einem gemeinsamen Freund über den neuesten Raketenstart, während Kevin zufällig in Hörweite ist. In dem Moment, in dem du davon sprichst, wie aufregend es sein wird, eines Tages einen Menschen auf den Mars zu bringen, verzieht er sein Gesicht zu einer Grimasse. Du bereitest dich schon darauf vor, dass er etwas sagen wird. Und Kevin ist eben Kevin und enttäuscht dich nicht. Git, erzähl mir nicht, dass ihr zwei Idioten über Raumfahrt redet. Was für eine dumme Geldverschwendung. Ihr wisst doch, dass es da oben nur Felsen gibt, oder? Außerirdische gibt es nicht. Das ist alles nur eine weitere Ausrede für dumme Wissenschaftler, die meine Steuergelder für ihre dummen Spielzeuge verwenden. Wie wäre es, wenn ihr über etwas wirklich Wichtiges reden würdet? Du denkst vielleicht, dass Kevin einfach nur ein Idiot ist. Und das ist er definitiv, aber er ist auch ein Opfer. Ein Opfer von SCP-2001. Das Jahr 2001 wird als eine anomale Reihe von Nervenschwingungen beschrieben, die während drei der vier Schlafstadien auftreten, nämlich im NREM oder Non-Rapid Eye Movement Schlaf. Während einer dieser drei Phasen tritt die Amygdala, ein Teil des Gehirns, der auch als Eidechsenhirn bekannt ist, für 10 bis 15 Minuten in einen erhöhten Aktivitätszustand. Wenn der Prozess erst einmal begonnen hat, kann auch das Aufwecken der betroffenen Person nichts mehr an der eigentlichen Infektion ändern. Es gibt keine Eigenschaften, die Menschen für eine Infektion mit SCP-2001 prädisponieren. Es scheint Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Rasse in gleichem Maße zu infizieren. Spektrographische Analysen der Betroffenen haben gezeigt, dass die Krankheit möglicherweise nicht intraneural ist. Das heißt, sie entsteht nicht im Gehirn, sondern kommt von außen. SCP-2001 hat immer zur Folge, dass die Infizierten negative Gefühle gegenüber dem Konzept der Raumfahrt entwickeln. Und zwar in zunehmendem Maße. Je nachdem, in welchem Stadium des NREM-Schlafs die Anomalie zu wirken begann. Besonders besorgniserregend für die Stiftung ist die Tatsache, dass SCP-2001 immer häufiger bei Astronomen, Astronauten und anderen Personen auftritt, die mit dem Weltraum zu tun haben. Der SCP-2001-Fall manifestiert sich in drei verschiedenen Varianten: Gamma, Beta und Alpha. Jede Variante hat ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften und Eigenheiten. Wir sind bereits auf einen Gamma-Typ gestoßen, deinen lieben Freund Kevin. Das ist die mildeste Art der SCP-2001-Infektion und auch die häufigste, die mindestens 1% der Weltbevölkerung betrifft. Er tritt bei denjenigen auf, die während der zweiten Phase des NREM-Schlafs infiziert wurden. Menschen mit einer SCP-2001-Infektion vom Gamma-Typ werden größtenteils wie ihr normales Ich wirken, abgesehen von einer abschätzigen Haltung gegenüber dem Konzept der Raumfahrt. Wenn sie darauf angesprochen werden, werden sie sich wahrscheinlich beschweren und sofort das Thema wechseln, aber insgesamt wird sich das nicht allzu sehr auf ihr Verhalten auswirken. Das gilt nicht für Menschen mit einer SCP-2001-Infektion vom Beta-Typ. Darf ich vorstellen? Riley. Du hast noch nie mit Riley gesprochen, aber sie ist eine junge Frau, die gerne in deinem örtlichen Café abhängt und oft hektisch an ihrem Laptop tippt. Du nimmst an, dass sie an einem Drehbuch oder einem Roman schreibt, aber in Wirklichkeit postet sie gleichzeitig in mehreren Verschwörungsforen. Zu ihren Lieblingstheorien gehört, dass die Erde flach ist, der Weltraum ein Hologramm ist und die Mondlandung von Stanley Kubrick, dem Regisseur von Filmen wie The Shining und 2001 Odyssee im Weltraum, gefälscht wurde. Du hast den abscheulichen Fehler gemacht, eines Morgens zur gleichen Zeit wie Riley in dein Café zu gehen und dabei eine NASA-Baseballmütze zu tragen. Ein Fehler, den du später sehr bereuen wirst.
Du hast dir einen Milchkaffee gekauft und beschlossen, dich für einen Moment hinzusetzen, nur für eine kurze Pause. Aber das war schon die ganze Zeit, die Riley brauchte. Ihre Augen schienen vor Hass zu brennen. Du fragtest, ob du ihr irgendwie helfen könntest, und sie antwortete: Du glaubst nur der Propaganda. Hast du eine Ahnung, wofür die NASA wirklich steht? Es heißt nie eine klare Antwort. All ihre angeblichen Errungenschaften, die Mondlandung, die ISS, die hydrierte Astronautennahrung, sind nur ein großer Schwindel. Die NASA ist nur ein Schmiergeldfonds für korrupte Regierungsbeamte. Und kein Mensch hat jemals im Weltraum überlebt. Es ist zu gefährlich. Jeder, der dort hinaufgeschickt wird, stirbt sofort. Ohne Ausnahme. Und selbst wenn sie es täten, wäre es sinnlos. Denn der Weltraum ist eine dunkle, unendliche Leere, die sich ewig hinzieht. Es ist nur ein großer Haufen gefährlicher Lügen. Du fühlst dich unwohl und beschließt einfach aufzustehen und zu gehen. In diesem Moment reißt dir Riley deine NASA-Kappe vom Kopf und wirft sie in den Papierkorb. Du gehst einfach weiter und versuchst, so ruhig wie möglich aus der Tür zu gehen. Eine weise Entscheidung, denn Riley ist tatsächlich ein SCP-2001-Infizierter vom Typ Beta. Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, sind Beta-Fälle viel schwerer als die Gamma-Fälle. Und die Infizierten wirken wie geistesgestörte Verschwörungstheoretiker, die einen rasenden Hass auf die Raumfahrt haben. Sie entwickeln ausgeklügelte Fantasien über die Fälschung der Raumfahrt und bezeichnen sie oft als zu sinnlos oder gefährlich, um sie jemals zu unternehmen. Aber natürlich verblasst die Gefahr der Beta-Typen im Vergleich zu den Alpha-Typen. Das sind Menschen, die von SCP-2001 während des REM-Schlafs infiziert wurden. Der Phase des Schlafs, die normalerweise mit Träumen verbunden ist. Daher sind die Auswirkungen auf den Geist viel gefährlicher und tiefgreifender. Nehmen wir zum Beispiel den tragischen Fall des Nachwuchsforschers der Stiftung, Martinez. Er war einer der vielen Agenten, die im Stiftungs-Outpost 12 stationiert sind. Einem Komplex, der in Zusammenarbeit mit der NASA bemannte und unbemannte Missionen im Auftrag der Stiftung ins All startet. Er ist ein wertvoller Aktivposten für die Stiftung bei der Erforschung und Bekämpfung von Anomalien im Weltraum. Martinez, der zuvor mit SCP-2001 infizierten D-Klassen gearbeitet hatte, war Teil der Bodenkontrolle, was sich als buchstäblich fatales Versäumnis der Stiftung erweisen sollte. In der Anfangsphase des Starts eines bemannten Raumschiffs wurde Martinez extrem unruhig. Mit der Zeit nahm diese Unruhe immer mehr zu und wurde schließlich zu einem völligen Zusammenbruch, als die Rakete aufstieg. Er zog eine Art seltsames, anomales Steuergerät heraus und begann den Betrieb der Rakete zu stören. Martinez wurde von den Wachen zur Verteidigung erschossen, aber da war es schon zu spät. Das Raumschiff explodierte und alle an Bord kamen auf tragische Weise ums Leben. Spätere Untersuchungen des Vorfalls fanden ein entscheidendes Beweisstück, das den Nachwuchsforscher Martinez mit SCP-2001 in Verbindung brachte. Sie entdeckten einen Tagebucheintrag, den er kurz vor seinem Zusammenbruch verfasst hatte und der in einem völlig anderen Stil geschrieben zu sein schien als frühere Einträge. Was darauf hindeutet, dass eine Art massiver psychologischer Wandel stattgefunden hatte. Im Folgenden findest du den Inhalt dieses Tagebucheintrags. Ich möchte zunächst feststellen, dass mein Geist und mein Körper völlig gesund sind. Ich bin bereit, mich allen Tests zu unterziehen, um zu beweisen, dass ich sauber bin. Ich habe die Antwort auf SCP-2001. Erst gestern wurde mir bei einem Vorstellungsgespräch mit einer Alpha-infizierten D-Klasse eine Frage gestellt. Die Frau, die ich interviewte, fragte mich, ob ich wüsste, dass die Stiftung recht hat. Ich sagte nein, ich war mir nicht sicher. Dann fragte sie mich, was wäre, wenn wir recht hätten. Ich konnte nur vermuten, dass sie mit wir die Fluggesellschaften von 2001 meinte. Sie erzählte mir von einem Traum, den sie vor einiger Zeit hatte. Sie sagte, dass etwas zu ihr sprach und ihr erzählte, wie gefährlich der Weltraum ist. Es zeigte ihr die Bestien, die in der Leere zwischen den Sternen umherstreiften, die fraktalen Wesen, die das Gewebe der Realität absorbieren, die... Dieser Teil des Eintrags wurde gelöscht, die wir in dieser gottverlassenen Tür aufbewahren. Sie erzählte mir, dass es ihr am Ende des Traums, als sie aufwachte, sagte, was es ist. Es ist der ganze Weltraum. Der Weltraum hat Angst um uns. Wir sind lebende, atmende Lebensformen und der Weltraum liebt und schätzt uns. Sie fragte mich, ob ich wüsste, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich auf einem anderen Planeten intelligentes Leben entwickelt und nannte mir eine Zahl, für die ich 1,5 Minuten brauchte, um sie aufzusagen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich nicht mehr sprechen. Ich begann nachzudenken über die demografischen Merkmale der Infektion, über die Symptome, über weitere gelöschte Daten hier und plötzlich ergab alles einen Sinn. Einige der Dinge, die sie sagte, blieben in meinem Kopf hängen und sie ergaben alle dasselbe, dass wir in großer Gefahr sind, wenn wir da rausgehen. Wir können da nicht rausgehen. Wir können nicht da rausgehen. Wir können es nicht. Es gibt einen Grund für SCP-2001 und der ist bei weitem nicht so furchterregend, wie alle meine Kollegen denken. Der Weltraum will uns schützen. Es gibt da draußen Dinge, die die
Menschheit von dieser Existenzebene auslöschen würde. Und wir sind unserer Mutter, unserem Wirt und dem Universum, in dem wir leben, zu wertvoll, als dass sie das zulassen könnte. Was ich morgen tun werde, ist nicht das Ergebnis einer Infektion. Es ist nicht das Ergebnis von Wahnsinn. Es ist nicht das Ergebnis von etwas anderem als dem reinsten Wissen. Du siehst, ich habe die Wahrheit herausgefunden. Und sie ist schöner, als ich es mir je hätte träumen lassen. Wenn man bedenkt, was Martinez später tun würde, ist klar, dass er nicht so gesund war, wie er dachte. Wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, tun Menschen, die mit dem Typ Alpha vom SCP-2001 infiziert sind, alles, was sie tun können, um Weltraumreisen aktiv zu verhindern oder zu sabotieren. Wenn es sich um Zivilisten handelt, ist das ein geringes Problem. Aber wenn es Menschen infiziert, die tatsächlich in diesen Bereichen arbeiten, wie Nachwuchsforscher Martinez, kann es verheerende Folgen haben. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Es gibt tatsächlich eine vierte Kategorie von SCP-2001-Infektionen, die nach Martinez Tod entdeckt wurde, obwohl sie derzeitig streng geheim ist. Ein Schlüsselelement des Alpha-Stammes ist, dass er Menschen nicht zu Handlungen veranlassen kann, die sie als unmoralisch empfinden würden. Wie zum Beispiel die Ermordung der gesamten Besatzung eines bemannten Shuttles mit einem Crash. Die vierte Kategorie, bekannt als Alpha Prime, macht jedoch Schluss mit jeglichen moralischen Bedenken. Menschen, die mit diesem Virus infiziert sind, werden die Raumfahrt mit allen Mitteln verhindern. Und im Gegensatz zu anderen SCP-2001-Infektionen wirst du dieses Mal nicht im Schlaf infiziert. Der Infektionsweg ist ganz einfach. Wenn du mit jemandem sprichst, der mit dem regulären Alpha-Stamm infiziert ist und ein paar Schlüsselsätze hörst. So hat sich Nachwuchsforscher Martinez bei den D-Klassen angesteckt, mit denen er arbeitete. Was sind diese Schlüsselsätze? Das wissen wir noch nicht. Aber wenn du merkst, dass du plötzlich eine viel stärkere Meinung über die Raumfahrt hast als je zuvor, behalte sie für dich. Schau dir jetzt SCP-096, ein Bild vom schüchternen Mann im All, Fragen und Theorien und SCP-5000, warum, die komplette Ausgabe, für weitere spannende Fakten über die Stiftung.